Hi, hier seht ihr gerade, wie ich mir meinen RAM-Bock zusammenbaue. Der war eigentlich gar nicht schwer zu finden, der stand hier einfach bloß in der Ecke herum. Aber ja, find das Ding mal. Und jetzt frage ich mich nur mehr, wie ich das Ding bewegen kann. Halte K gedrückt, ja, verdammt. Jawohl. Boing. Und soll ich Raum retten? Ach nee, ich sammle erstmal das ganze Zeug hin. Dum, dum, dum. Ist auch cool. Muss ich auch nicht, wenn man die H-Taste gedrückt hält, kann man nacheinander auf mehrere Objekte fahren. Und lässt man die Taste dann los. Ich schätze mal, es sind drei. Boing, boing, boing. Macht das Ganze automatisch. Kann aber auch schlecht sein, wenn man zum Beispiel aus Versehen hier auf die alte erwischt, dann lässt man die Taste los, erwischt sie und naja, dann ist sie eben sauer. Hast du ja gleich geschafft, Ron. Doing, doing, doing. Und erledigt. Lumos Solen. Das heißt, dass diese im Zauberspruchladen, diese Dinge, das sind Verbesserungen von Zaubersprüchen. Schlussfolgere ich jetzt einfach mal. Ich sage ja, das Spiel bietet ziemlich viele Möglichkeiten. Ich will nur gern rauskommen wieder. Danke. Niki Boy. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt so... Point. Na, schade. Was? Quidditch? Oh mein Gott. Die Szene sollte wohl jeder kennen, der Harry Potter kennt. Doing, doing. Nice. Boing. Ich rette dich. Okay, halt die U gedrückt. Nur Harry kann gut auf einen Besen fliegen. Okay. Wie kann ich den wechseln? Harry. Harry Boy. Nein. K. Na also. La la la. Boing. Ach schade. Oh, ich kann ja trotzdem zaubern. Her damit. Ach. Na toll. Wer von euch Pappnasen wartet jetzt? Ich bring es mit dich. Bleib stehen! Bleib stehen! Zieht Harry automatisch oder? Mehr oder weniger. Mit der Steuerung muss ich wohl erstmal selbst klarkommen. Okay. Ui, das geht wirklich so. Boing. Doing. Bestimmte Charaktere können Flecken. Und nun? Held! Oh. Besenfliegen freigeschaltet. Oh Gott. Wie viel wollt ihr mir denn noch geben?
Ich glaube, das ist das erste Spiel, bei dem ich mich deutlich überfordert fühle. So viel zum Freischalten, so viele Möglichkeiten. Eieiei. Doing. Mal schauen, wenn wir schon den Besen haben, dann wollen wir doch auch mal was dafür haben. Ach schade, ich kann hier nicht über ganz Hogwarts fliegen. Naja. Doing. Ach, ich kann gar nur in diesem Bereich bleiben. Na gut. Boing. Dann schauen wir mal weiter. Nick. Nick. WTH, wo ist Nick? Ah, da ist er. Beweg dich. Dun, dun, dun. Also irgendwie, also ich bin ja noch irgendwie ziemlich ganz am Anfang, aber irgendwie gehen mir jetzt schon ziemlich die Kommentare aus, weil man vieles eigentlich gar nicht kommentieren. Oh, Fred und George. Hallo. Vieles gar nicht kommentieren muss eigentlich. Ich meine, was soll ich was soll ich da alles sagen? Irgendwie, ich hatte mir eigentlich mehr erwartet, aber irgendwie erklärt sich das Ganze doch selbst. Naja, egal. Boing. Boing. Und boing. Oh. Ui. Sieht nach Wingardium Leviosa aus. Oh. Planetenmodell oder was auch immer das sein soll. Boing. Und nun? Ja, ist halt fertig, ne? Kann ich das anschießen? Boing. Für den hier fehlen mir die Zutaten. Na komm schon. Ah, verstehe. Na gut, was jetzt? Hallo? Ich soll durch eine mit Brettern vernagelte Laubwand gehen. Aha. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal. Solange das hier nichts wird, gehe ich wohl besser so. Muss ich die Zutaten für den Stärkungstrank vorher besorgen? Tja, ich denke, das wird das Rätsels Lösung sein. Aber wo finde ich die anderen Zutaten? Ich brauche noch eine Knochenhand und ein verdächtig an einen Phallus ähnliches lilanes Ding. Ja, wo soll ich das Zeug jetzt hernehmen? Kann ich zaubern oder was? Ach egal, ich denke, ich werde das Ganze jetzt mal sozusagen offscreen erkunden und werde dann wieder zurückschalten, wenn ich soweit bin. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dann.